eso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Almejas en salsa. Marinera. Marinera. Cigallas abiertas a la plancha. We serve by the weight, you know. Mm-hmm. One is around 150 grams. Copas. Vino blanco. Okay. Seco. Sitzungen nach Meunier. Okay. Wir teilen alles. Wir teilen alles. Gracias. Will you like some bread? Yeah. Yes, please. Gracias. Ja, ein bisschen mineralisch, gell? Mhm. Aber geil. Ich glaube, wir machen das manchmal abhängig davon, was du isst, mhm. Weil das letzte Mal haben wir was anderes gegessen. Ach, ich sag's dir. Was sagst du? Ja. Was sagst du, ja? Ich muss einfach umdrehen. Sehr cool. Yes. Geil. Das ist eine Local-Empfehlung, genau. Du darfst mal vorlaufen. Und zwar hat er uns gesagt, wir sollen es auf jeden Fall auf diese Art, auf die Seemannsart bestellen. Das ist auf jeden Fall eine geile Soße. Das ist so eine Tomatensoße, aber mit nicht so tomatisch so. Ja, so ein bisschen mit Sorgen. Mhm. Und dann so eine Tomaten haben wir ausgepresst worden. Mhm. Ein bisschen Essig oder so. Zitrone, oder? Zitrone, ja. Das ist ja geil. Wer essen jetzt? Was essen wir denn jetzt? Ja, was essen wir da jetzt? Da essen wir jetzt die Alemachas. Venusmuscheln. Venusmuscheln auf Seemannsart. Mhm. Also ich muss sagen. Gute Wahl. Weil es nach Gramm, ne? Nur das nicht. Die Kaiserkrank. Ah ja, da kommt er. Zeig jetzt mal. Komm mal her mit den Füßen. Da kommt er jetzt. Ah, ja. Entschuldigung, die Kaisergranate. Oh ja, sehr schön. Ja? Danke. Jetzt war so ein Lehrkuchen. Ich habe mich davor immer irgendwie gefürchtet vor dieser Soße. Vor dem Seemann. Mhm. Seemannsart. Der Seemann? Von welcher Art? Wie ist der Seemann so drauf? Ist das Schiff so für den Seemann? Der Seemann, der hat einiges drauf. Ah, das ist die heiße Platte. Und der Quatsch. Auch nicht schlecht. Sieht auch geil aus. Ich weiß, wenn ich jetzt zu viel Brot esse. Das ist super. Ja, Sauerei hat sie gemacht hier. Ja, du auch. Guck mal deinen Teller an. Ist ein Liter hot. Ja, ist ja. Fein. Wird jetzt aber schwierig für mich. Warum? Ich weiß, wie man das ist. Du überraschst hier der in der rechten Hand, der in der linken Hand. Mhm. Und dann Kaisergranat. Kaisergranat. Und das da. Du bist doch Krebs, du musst doch wissen. Lass mal hier das weg. Das ist erstmal nach. Das lass mal. Machst du das hier fest? Dein Ding hier? Hm. Vielleicht doch die linke Hand. Na eben. So halb das Ganze. Ganz leicht rauszuholen. Ja. Ich glaube, dass er was damit macht, Schatz. Mach den Crack, den hier. Du hast auch keine Ahnung, oder? Ich hab auch keine Ahnung. Okay, ich esse einfach das. Das reicht mir schon. Das ist nice. Deswegen hat der Jim gesagt. Mach mir auch ein bisschen was. Viel Butter. Also wirklich. Mm. Ja, das ist echt sehr lecker. Kaisergranate. Nicht schlecht. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Das ist ein geiles Stück. Du hast so ein Ding, das das auch macht, gell? Du wirst mich mit dem Stück. Mit den das ist schon mal spannend. Das ist doch sowieso. Und ich nehme deine Gliedmaßen viel saftiger, ey. Guck mal, damit hat sich der das ganze Jahr ernährt, 4 Jahre lang. Womit? Ja, hier, der von der Insel. Wie ist er denn? Robinson Crusoe. Und Robinson Crusoe. Der andere, der von FedEx. Castaway. Castaway. Eine Robinson Crusoe-Geschichte, du willst Gold. Ich habe keine Robinson Crusoe-Geschichte. Schon, oder? Wahre Geschichte. Nein, Robinson ist schon wahre Geschichte. Ja. Nein.
Hast du da schon keine wahre Geschichte, Schatz? I don't know. Weißt du, was ich einfach so geil finde an dir, dass dir das Scheiße gar nicht schmiss geht? Einfach. Er ist einfach drauf los. Ja, aber so macht man das. Das funktioniert. Ich mach's einfach. Ich das immer. In der Küche, aber hier hast du das nicht. Dieses Werkzeug hier, was ich kriege, Alter. Kannst du mit der Flex aufzwingen, Alter. Elektrozahn brauche ich dafür eigentlich. Leute, ihr seht jetzt, wie man es eigentlich nicht macht. Tu mal ein anderes Video verlinken, wie man die isst. Ja, genau. Ich habe halt auch nicht so oft Kaisergranat gegessen im Ganzen. Ich habe in meinem Leben noch nie Kaisergranat gegessen. Es gibt schon voll viele Leute, die jetzt sagen, deswegen esse ich das nicht. Weil ich nicht weiß, wie es geht. Genau. Es muss ja irgendwann mal jemanden gegeben haben, der das auch nicht wusste. Der dann hat es den richtigen Weg irgendwann eröffnet. Oder auch nicht. Hola, buenas tardes, señor. ¿Perdone? No, depende de la calle. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué Ich hätte nämlich richtig viel Liebe gemacht. Und ich mache es mit richtig viel Liebe hierüber, hoffentlich. Hoffentlich. Guck mal, wie schön. Oh, das hat sich echt richtig. Ich fange sich schon da drüben. Das hat sich viel Liebe gemacht. Dass auch nichts dran ist. Ja. Weil sie wusste bei dir, dass du nämlich. Das geht mir einfach für dich. Also eigentlich, wenn man auf Fisch steht, ist es eigentlich schon ein bisschen. Alter, ist das geil. Echt? Bitte probier das, bevor du es durch. Du willst ja trauschen bestimmt. Alter, ist das geil. Das schmilzt ja quasi in deinem Mund. Das brauchst du gar nicht, das Eis. Ja. Das ist schon Käsekuchen. Aber ohne Boden, ne? Hast du eine Dinge gebacken? Das muss ich nachmachen. Das muss ich ausprobieren. Boah, das ist so ein geiles Ding. Wie luftig das aus? Das ist mega, das schmilzt in deinem Mund. Käsekuchen, der in deinem Mund schmilzt, habe ich noch nie gegessen. Deine Empfehlung. Das ist eine der geilsten Empfehlungen, die ich jemals in meinem Leben bekommen habe. Sonst empfehlen sie immer nur so, ja, haben wir noch einen Frosch da unten drin in der Ecke liegen. Muss langsam mal weg. Hat schon Froschbrand. Aber der ist ja geil. Das ist schon sehr geil. Es hat definitiv keinen Froschbrand gehabt. Ach, das Eis schmeckt ziemlich geil. Wie geil ist das? Käse, hat er gesagt. Käsekuchen. Aber nicht Käsekuchen, wie mein Kind hat er gesagt. Wenn man das als Käsekuchen kennen würde, dann würde die ganze Welt Käsekuchen essen. Die ganze Welt ist Käsekuchen. Das müssten wir im Foodtruck verkaufen, Mann. Auf dem Markt, sowas. Ich kann schon heute Tomaten machen. Mach schon. Ich habe schon wieder so wackelt.
Der ist schon richtig. Mhm. Mhm. Auch geil. Mhm. Das ist im Vergleich zu anderen. Das ist Konsistenz einfach. Mhm. Das ist echt schon wie so ein Japanese Pancake, muss man schon sagen. Geiler. Das ist ein mega Stück, wie als wir Nachtisch bestellt haben. Hätte ich was verpasst, ey. Mhm. Schau auf den Taste, gell? Mm. Zitronig ist schon. Aber nicht viel. Mhm. Da hat eine schöne Wärme. Eine brutale Wärme. Der wärmt dreimal. Einmal in deinem Mund. Einmal, wenn er so runtergleitet. Und dann wärmt er dich doch in deinem Herzen. Ja. Dann trifft er jetzt auf die kleine Fischparty da unten. Mit den Muscheln. Und die freuen sich einfach. Ist ungefähr so wie bei Ariel jetzt da drin. Das ist die Meerjungfrau. Die kommt runter und jetzt. Wir haben eine Nudelsäule gegessen. Wir beenden das jetzt hier. Mhm. Hier ist das aber lecker.